Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 und dem Beagle. So, wir sollen dem Büro, dem Baron, nicht dem Büro folgen. Kann ich den eigentlich ausrauben oder ist das dann Kapitalverbrechen hier? Ich folge dir sofort, Herr Baron. Ich wollte nur mal gucken, ob sie mir irgendwas... Nee, der ist vorsichtig, der hat nichts rumliegen. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Ja. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Was macht er da? Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Na dann. Hoppala. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Das Bild, die Größe stimmt. Der Baron und seine Frau. Hm. Sie sehen glücklich aus. Tun sie das? Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Wenn ich den jetzt beklaue. Ah, gut. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hm. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Igni. Hm, der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Nee, ohne Scheiß, das kann ich auch riechen. Krass. Kleiner Pisser. Hast du mich gerade kleiner Pisser genannt? Ich piss dir gleich mal in die Hose, ey. Warte mal. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand mit in deine herumstochern könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns. Nur die Zukunft. Und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit gegen Perversion und verabscheuungswürdigen Praktiken aller Art. Okay. Hm. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Dann folge ich wohl besser mal dem Geruch. Thank you.
Alter. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Der Geruch ist auch hier. Okay. Ich glaube, ich habe die Krätze. Boah, dann halte ich von mir fern, du Idiot. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut? Nee, eigentlich nicht. Okay, ich soll zum Baron zurück. Ich werde ihm natürlich nicht sagen, dass ich ihn ausgeraubt habe. Geh mir aus den Augen. Na, Suche beendet? Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ups. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Erbelüs? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Beantworte doch einfach meine Frage. Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Das soll also Triss sein. Ja, jetzt sehe ich es. Seltsam. Sieht genau aus wie sie. Nicht wahr? Der Zahn der Zeit hat an ihr genagt, aber sie ist immer noch beeindruckend. Dann hast du ja was in der Hinterhand, wenn es mit Nilfgaard nicht läuft. Kennst du dieses Amulett? Gut rausgeredet, Gerald. Ganz gut. Ja, Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Ich glaube, ich hab die Krätze. Halt dich von mir fern. Ich find's aber witzig, dass es ihn überhaupt nicht gejuckt hat, dass ich ihn voll beklaut habe. Ich glaube, solange ich dabei nicht gesehen werde, ist es okay. Wo muss ich denn jetzt dann hin? Okay, komm, du bist mir zu doof. Warte mal. Ich kann hier überall einfach reingehen. Oh, ich habe Zwergenschnaps gefunden. Du? Ey, Gretgar! Du bist also Gretgar. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja.
Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Nein. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Oh, die kleine Ciri hat einen Freund. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Der Klassiker. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Indem du da rumsitzt? Was? Bärenfell. Ich finde es cool, dass ich hier einfach alles mitgehen lassen kann und es einfach anscheinend niemand interessiert. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Nee, nicht Alchemie. Schwalbe. Yes. Jetzt Inventar und dann Tränke. Tausche ich gegen das hier. Kann mir mal einer von euch erklären, wozu ich die hier habe? Ich kann die nicht benutzen, wenn da was drin ist. Oder ich bin zu doof dazu. Bis jetzt bin ich ja ganz gut klargekommen so. Aber auf Dauer des ganzen Let's Plays würde ich schon irgendwie rausfinden, wie das funktioniert. So. Ein rostiger Schlüssel. Boah, wenn ich das jetzt mal verkaufe, Leute, wenn ich das verkaufe, es wird gut. Kann ich alle noch nicht benutzen, das ist traurig. Na gut. Ist auch noch abgeschlossen. Nein, der Schlüssel scheint hier nicht hinzupassen. Ciri war also hier. Du kannst Waffen, Rüstung und Gerümpel zur Sicherheit in deinem Lager aufbewahren, wo sie nicht gestohlen werden oder sonst wie verschwinden können. Du kannst an verschiedene Orte auf der Welt auf dein Lager zugreifen. Aha. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Also, lasst mal kurz, das bitte einmal weg. Stufe 11, oh Gott, warte. Stufe 7. Eigentlich kann ich das alles erstmal so lange, Mist. Wegpacken, bis ich die jeweilige Stufe erreicht habe. Denn ich kann damit ja nichts anfangen, ne? Noch nicht, jedenfalls. Was ist das denn? Währung. Ich weiß nicht, warum sollte ich das hier wegtun? Behaupte, alles, was ich gelesen habe, kann ich wegtun, oder? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich denke mir das so. Ich habe das schon gelesen. Wieso habe ich das dreimal? Ja, dann bitte nur eins davon.
Ha. Na gut, dann lasse ich den Rest wohl erstmal drin, ne? Ist das eigentlich so ein Schmamsch, den ich verkaufen kann? Theoretisch? Ich meine, nicht das Geld, schon klar, aber sowas wie die silberne Bernsteinkette. Indeed, das geht. Wie, nur 20? Na gut. Ist sonst... Oh. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Aber hier ist sonst nichts drin. Na gut, spuck nicht, du Schwein. Okay. Ach, die sind echt eklig hier alle, ne? Minimal. Der ist da drin schon eine beschissene Stunde zugange. Der muss ja ein dickes Ei legen. Weißer, glaubst du etwa oh. Deine zwei Scheiße. Die Jungs sagen, im Dorf gäb's ein Mädel, das dich für ein paar Essensreste ranlässt. Und zwar keine zahnlose Alte, die soll jung und zart sein. Was machst du? Ich könnte den Rachenputzer vertragen. Mal losziehen und uns zufällig Wodka dabei. Die Alte vom Schlitten. So herrlicher Natur. Keine schlechte Idee. Die hat tolle Möpse. Ich rede von dem Kreischling. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Ja. Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Zeig mir, was du hast. Boah, was? Keine Ahnung, ob das jetzt so schlau ist, aber... Oh, das bringt mir ja sonst gar nichts, wenn ich ehrlich bin. So, was hast du denn hier drin? Was ist das? Alchemie, fünfte Essenz. Ist mir egal. Reines Silber. Weiß ich nicht. Leere Flasche. Kirschlikör. Nilfgaarder Zitronenwodka. Ist mir mal zu teuer. Andererseits. Na gut. Ein bisschen Wasser. Dann habe ich 10 Wasser. Das ist doch gar nicht schlecht. So. Oh, ich würde Plötze gerne richtig geil was gönnen, aber das ist richtig teuer für Plötze. Tja. Da hat Plötze jetzt Pech. Was hast du denn so grauer? Auf Wiedersehen. Ups. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört? Schon mal was vom vorbeugenden Umbringen gehört? So. Ach, die Leute sind ja so geknackt, ey. Der ist auch sehr komatös weg, ne? Ich probiere das jetzt aus. Ich meine... Okay. Wenn die Bauern da nichts gegen haben, ist gut. Okay, wen haben wir hier? Ja, ich meine... Ups, die schlafen ja alle. Also kriegen die es ja auch nicht mit, wenn ich sie bestehle.
wollte gerade sagen, werd jetzt dafür nicht wach für deinen Alkohol. Ups, er hat mich angeguckt. War aber nicht sonderlich interessiert daran, dass ich ihm Sachen geklaut habe. Gut. Ist dann nachts eine gute Zeit, die ganzen Leute im guten Dorf hier auszurauben? Ja, offensichtlich. Warum schlafen die eigentlich alle bei offenen Türen? Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Gott, jetzt habe ich einen Schreck gekriegt. Ich dachte, irgendeiner hat irgendwas mitgekriegt. Wisst ihr, ich bin auch nicht mehr zu fein, jemanden zu bestehlen, der schläft. Denn, sorry. Na, schläft sich's gut? Alles gut, ne? Ja, alles gut hier, alles gut. Habe ich was übersehen? Jo. Ich benötige einen Schlüssel. Ich finde das gut, dass ich hier einfach so hergehen kann und Leute beklauen kann. Das ist schön. Hat ihn nicht sonderlich interessiert, ne? War dich nicht interessiert. Die sind alle recht, mache ich sogar noch Licht aus. Bin ich nicht ein Netten? Ich bin Netten, ne? Ich weiß. Leute, wenn die schlafen und nicht sagen, wenn sie mich sogar dabei angucken, dann ist das so, ne? Ups. So, dafür überziehe ich auch gerne ein bisschen für das. Ich mache euch sogar Licht aus, ihr Lieben. Kein Thema. Weiß ich auch, wo ich schon drin war. Der ist wach. Und jetzt? Der ist wach. Aber der da nicht. Die alle irgendwie nicht. Okay. Na? Wenn ihr morgens kein Wasser mehr habt, ist das nicht mein Problem, Leute. Also ich habe ja erwartet, nach der ganzen Sache in der Nilfgaardischen Bastion da... Was kann ich da mit dem machen? Nicht klauen? Schade. Wo ich direkt verprügelt und niedergemetzelt worden bin, dass Klauen hier schlimmer bestraft wird, aber offensichtlich scheinen die sich nicht daran zu interessieren. Er ist noch wach, ob ich das... Nö, okay. Ja, ist gut, ne? Ja. Leute, hätte ich das gewusst, hätte ich die Leute schon viel eher ausgeraubt. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Ich kann ihm seine eigenen Sachen verkaufen. Zeig mir deine Ware! Zeig mir deine Waren. Eventuell verkaufe ich ihm einfach seinen eigenen Scheiß. Wolfsfell. Was ist das denn? Was? Ich würde niemals Leuten ihre eigenen Sachen verkaufen. Nein, nein. Niemals. Jetzt ärgere ich mich schon, dass ich in Weißgarten nicht keck genug war, zu klauen. Ja, nun, ne? Öl. Leere Flasche. Haraunlikör. Kirschlikör. Brot, Zwiebeln. Ja.
Pechdraht. Was? Pechdraht? Pechdraht, in der Tat. Was? Nee, ich habe schon so viele Bücher hier. Leb wohl. Habt ihr deine eigenen Sachen gerne wieder zurückverkauft? Hihi. So, wo kann ich? Da kann ich noch rein. Hier ist auch noch was an. Bis ich einmal zu viel geklaut habe. Auch sie interessiert's nicht. Anscheinend sind ihnen deren Sachen nicht wichtig genug. Und ihr? Na, wie ist so bei euch? Also ich muss sagen, ich fühle mich ziemlich konsequenzlos, wenn ich hier einfach reingehen kann und alles mitgehen lassen kann. Aber naja. Aber seht so, wenn ich jetzt schon alles geklaut habe, müssen wir das nicht im nächsten Part machen. Eine Servierplatte. Oh, ist gut. Das war ihr gutes Service, Leute, ihr gutes. Kann man nichts machen. Okay. Na? Schlaf weiter. Ist in Ordnung. Okay. Sehr schön. Aber was lassen die ihre Tür auch offen hier rumliegen, ne? Ihre Tür auch hier offen so, ne? Das ist ja... Ah, ist abgeschlossen. Schweinerei. Na gut, ich glaube, ich habe jetzt alle Häuser ausgeraubt. Fühle mich auch schon deutlich besser und wohler. Hm, habe ich irgendwas verpasst mit der Brücke? Bin ich hier richtig? Falsch? Warte mal. Nee, offensichtlich nicht. Hier muss ich raus. Tschüss! Dieser verfluchte Drecksregen. Ja, der verfluchte Drecksregen. Wir schauen dann also in der nächsten Folge. Dieser verfluchte Drecksregen. Was wir alles erledigen können, nachdem ich jetzt erstmal hier im Diebesrausch war. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.